Ich stelle schon mal eine Frage, die Tobias Siebert gestellt hat. Du hast gut erklärt, inwiefern man Hölle und Erde erlebt. Aber was passiert eigentlich nach dem Tod? Gibt es dann keine Hölle? Was ist es dann? Ja, natürlich gibt es eine Hölle, auf jeden Fall. Also die Idee war nicht zu sagen, es gibt keine Hölle, sondern die Idee war zu sagen, die Hölle fängt viel früher an, als du denkst. Das ist so dieses Ding, gell? Weil von Anfang an hat Gott uns zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und immer wenn wir Beziehung mit Gott leben, dann erleben wir ein Stück weit Himmel, weil Himmel ist eigentlich nur das Endformat von unserer Beziehung mit Gott. Und genauso ist das Gegenstück dazu, Hölle quasi, am Ende ist es die absolute Nichtbeziehung mit Gott. Also die Abwesenheit Gottes, das überhaupt nicht mit Gott in Beziehung leben, sondern gegen Gott rebellieren. Und da können wir auch schon jetzt einen Vorgeschmack kriegen. Seit dem Sündenfall ist dieser Vorgeschmack da und wir erleben, wie zerstörerisch Sünde in unserem Leben ist. Und wie es unser persönliches Leben zerstört, wie es unsere Gesellschaft zerstört und so weiter. Und deshalb, Hölle ist real jetzt, aber es ist nur ein Vorgeschmack auf den physischen Ort der Hölle, der später da sein wird. Ja, und darauf anschließend will Markus wissen, wohin kommen eigentlich die Menschen, die in ihrem Leben viel Gutes getan haben? Wir kennen sie alle, auch Freundeskreis und so weiter, Menschen, die ein gutes Leben führen auf dieser Erde, zweifelsohne, aber Jesus nicht kennengelernt haben. Wie viele unserer Freunde? Ja, das ist eine super, super spannende Frage und eine Frage, die mir sehr, sehr oft begegnet, weil wie kann ein guter Mensch in der Hölle landen? Das passt ja gar nicht. Und das Ding ist, die Challenge dabei ist, Gott geht's nicht um gute Menschen. Weil wenn es Gott um gute Menschen ginge, dann hätte ich schon lange verloren, weil ich bin kein besonders guter Mensch. Und du wahrscheinlich auch nicht. Ich kenne dich ja ein bisschen, Alex. Aber weißt du, das Ding ist, wir alle, lesen wir in Römer 3, 23, wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. Wir alle haben gesündigt. Niemand von uns ist frei von Sünde. Das heißt, wir können gar nicht an Gottes Maßstäbe rankommen, was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Das heißt, meine Taten können mich nicht in den Himmel katapultieren. Das heißt, egal wie gut du dich verhältst, du wirst dadurch nicht in den Himmel kommen. Das Entscheidende für dein Leben in der Ewigkeit mit Gott ist deine Beziehung zu Gott. Dass du sagst, ja, ich glaube und ich glaube heißt, ich treffe eine Entscheidung, Beziehung mit Gott zu leben. Und der Himmel ist nicht einfach ein Ort, wo die guten Menschen hinkommen, sondern der Himmel ist der Ort, wo Menschen dauerhaft in Beziehung mit Gott leben können. Darum geht es beim Himmel. Und deshalb, wenn du einfach nur gut leben willst, aber sowieso keine Zeit mit Gott verbringen willst, dann ist der Himmel auch nicht der richtige Ort für dich. Ja, es gibt noch so ein paar Fragen. Ich weiß nicht, ob die Bibel was dazu sagt, aber wir probieren es mal zusammen. Was passiert mit Menschen, die nicht wissen, ob es Jesus gibt und sagen, sie sehen es, ja, wenn sie sterben, ob es so ist und sich dann für Jesus entscheiden? Ein bisschen philosophisch. Das ist dann so die Frage nach der Zwischenstation. Gibt es nochmal irgendwie so einen Ort, wo dann die Toten hinkommen und nochmal eine neue Entscheidung treffen können? Das ist Grauzonenbereich. Das ist der Bereich, wo du dann irgendwo in der Offenbarung rumblättern kannst und vielleicht irgendwelche Hinweise findest. Aber das ist alles sauschwer zu interpretieren. Es ist mega herausfordernd, die Offenbarung zu verstehen. Und ich würde es einfach so machen und würde anfangen bei dem, was die Bibel von vorne bis hinten erzählt, nämlich die Geschichte, dass Menschen die Entscheidung treffen, mit Gott zu leben und die Entscheidung treffen, nicht mit Gott zu leben. Und ich treffe jetzt, stehe ich vor der Herausforderung zu sagen, glaube ich an Gott oder glaube ich nicht an Gott. Und wenn du dich erst ganz am Ende für Gott entscheiden willst, verpasst du auf jeden Fall einen Großteil von deinem Leben mit Gott und das wäre voll schade für dich. Also die Frage ist, warum willst du dich erst ganz am Ende entscheiden? Was ist der Mehrwert davon, jetzt ein Leben ohne Gott zu leben und am Ende zu sagen, jetzt will ich mich für Gott entscheiden, wenn Gott doch das Beste für dich bereithält, in Ewigkeit, aber auch jetzt schon? Vielleicht Bequemlichkeit. Ist das Totenreich die Hölle? Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Das ist halt, da gibt es ein Riesenspektrum. Also es gibt im Neuen Testament verschiedene Wörter für Hölle, es gibt im Alten Testament verschiedene Wörter für Hölle. Die kannst du jetzt alle auseinandernehmen. Ich sag mal jetzt einfach im Neuen Testament zwei Begriffe, die verwendet werden. Das eine ist das Wort Gehenna, das hatten wir in der Predigt gerade schon. Das ist quasi dieses Bild von dem Ort außerhalb von Jerusalem, wo das Hinnomtal früher war, wo dem Gott Moloch Kinder geopfert worden sind. Und der andere Begriff ist das Wort Hades. Und Hades wird oft mit Totenreich übersetzt. Das heißt, wenn du jetzt in der Elberfelder Bibel im Neuen Testament nachschaust, dann wird dort der Begriff Totenreich auftauchen, das ist dann Hades oft im Griechischen und der Begriff Gehenna und das ist der Begriff Hölle. Also das sind so die zwei Begriffe, die verwendet werden und Hades ist oft auch gleich Gehenna, aber manchmal gibt es auch ein bisschen Unterschiede, das ist was Unterschiedliches gemeint. Ich gebe dir ein Beispiel, zum Beispiel wird einmal Gehenna benutzt für das Grab von Jesus. Also das ist auch dafür kann das auch benutzt werden. Deshalb halt die Begriffe werden unterschiedlich gefüllt und es muss nicht immer gleich alles Hölle sein. Genau. Viele Menschen fragen, ich fasse mal auch die Fragen zusammen, natürlich, was passiert einfach mit den Menschen, die sich nicht für Jesus entscheiden, weil wir haben ja viel über die Hölle in einem selber auch heute gesprochen oder viel davon gehört und viele wollen natürlich jetzt auch wissen, zum Beispiel auch Sabine, sie macht sich Sorgen um ihren nichtgläubigen Sohn, was passiert mit dem?
Mega, mega gute Frage. Und das ist eine super berechtigte Frage. Die Frage ist, was ist mit unseren Lieben, die wir so, so sehr im Himmelreich uns wünschen? Das Ding ist einfach, ich kann keine Entscheidung für den Alex treffen, zu sagen, ja, der Alex muss aber in den Himmel kommen. Er muss Beziehung mit Gott leben. Was wir machen können, ist, ich kann für den Alex beten. Und das würde ich jeden Tag machen. Wenn du einen Sohn hast, wenn du eine Tochter hast, wenn du einen Freund hast, der nicht an Jesus glaubt, dann fang an, für die Person zu beten. Weil Gebet bedeutet, ich setze mich mit Gott in Beziehung und sage, ich trete vor Gottes Thron und trete für Menschen ein. Und Gebet hat Kraft. Und deshalb kannst du darauf vertrauen, dass diese Gebete auch Kraft haben. Und dann sei Zeugnis. Sei Zeugnis für die Person. Also zeig der Person einfach, wie geil ein Leben mit Gott ist. Weil das Leben mit Gott ist keine Last. Das Leben mit Gott ist das Leben in Fülle. Und jeder, der das erlebt, der liebt das Leben mit Gott. Und deshalb sei einfach ein Vorgeschmack auf das, was der Himmel ist, und bete für die Person. Da wird die Person auch auf den Weg kommen. Sehr cool. Und Christo, wie ich dich kenne, das kann man vielleicht auch nochmal kurz zeichnen, das Bild. Du weißt ja auch nie, wie ein Mensch sich noch in letzter Lebenssekunde entscheidet, ne? Ja, das stimmt. Also es kann sein, dass einfach die letzten Sekunden vor dem Tod plötzlich jemand sagt, und er sagt es nicht mehr, er drückt es vielleicht gar nicht aus, gell? Sondern er entscheidet einfach nur für sich im halb ganzen Zustand und sagt, hey, ich will mein Leben Jesus geben. Und das passiert, und Menschen entscheiden sich für Jesus in den Momenten, wo wir es gar nicht mehr sehen können. Und deshalb ist da am Ende immer noch Hoffnung, dass mehr Menschen sich für Jesus entscheiden, als wir das eigentlich sehen. Ja, und letzte Frage, auch eine schöne Zusammenfassung. Warum sollte man sich nicht in der letzten Sekunde für Jesus entscheiden? Du hast es vorhin schon mal gut gebracht. Weil das Leben mit Jesus der absolute Wahnsinn ist. Ich kann nur von meiner persönlichen Hölle vor meinem Leben mit Jesus berichten. Das Leben ohne Jesus war im Vergleich dazu einfach wirklich... wirklich erbärmlich und mühselig und herausfordernd und anstrengend. Und jetzt, wo ich mit Jesus unterwegs bin, weiß ich, er ist mein Retter. Er hilft mir in allem. Er steht für mich ein. Er kämpft für mich. Er hilft mir, mich mit meinen Freunden zu versöhnen. All diese Dinge. Versöhnung ist möglich. Vergebung ist möglich. Das Leben in der Fülle ist möglich durch Jesus. Und deshalb, ja, entscheide ich jetzt für Jesus. Sau cool. Chris, vielen Dank, dass du dich noch zur Verfügung gestellt hast nach der Predigt. Und ich hoffe auch, du zu Hause konntest ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank für deine Fragen, für alles, was dich beschäftigt. Und denk dran, wir bleiben auch weiter drin in dieser Serie Theologie. Wir sind als Kirche auf dem Weg. Wir machen uns auf die Suche und versuchen rauszufinden, was ist Gott wichtig und warum lohnt es sich immer weiter in die Bibel reinzugehen und da zu gucken, was will Gott dir in deinem Leben beibringen, was will er dir sagen und was ist für dich wichtig, dass du hier schon auf dieser Erde verstehst. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und wir freuen uns, dass du nächsten Sonntag wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao.